Och, Marcus? Nicht der, ey. Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Es ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Okay, wir nehmen's mal an. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Oh, das Risiko muss ich eingehen. Stimmt, das ist wie in einem Film. Oh no. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, wir haben echt einen Fehler gemacht. Oh, kann er nicht sehr weit zu uns kommen? Warum müssen wir so weit gehen? Okay, dann hau mal raus. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Hä, warum? Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Ist klar. Andere Demonstrationen. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Hä, geht doch gar nicht. Wir haben keine Angst. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was an ihr zu liegen. Sie soll doch nicht sterben, oder? Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Ihr könntet das alles vergessen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Ja, und die anderen? Ihr Leben liegt in deinen Händen. Gib einfach auf und sie wird verschont. Leute, ich vertraue ihnen nicht. Garantien, mal sehen. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Ich vertraue dir auf jeden Fall nicht, oder? Aber er klang eigentlich so... Aber wie soll ich das sagen? Normal. Ohne, dass er jetzt etwas Böses möchte. Aber möchte er jetzt auch was Gutes? Das ist die Frage. Das ist die Frage aller Fragen. Es sind jetzt nur zwei Antworten. Und wir können uns kurz überlegen, was wir jetzt nehmen. Eins kann gut sein, eins kann falsch sein. Es kann auch beides gut sein. Aber was ist richtig? Wir wollen ja alle beschützen. Okay, Leute, ich habe kurz nachgedacht. Wir werden Handel trotzdem ablehnen. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Hä, warum? Das kann jetzt nicht sein, oder? Na toll, und jetzt werden wir erschossen, oder was? Oh oh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Betreten. Komm, ganz normal runter. Nicht schießen. Oh Gott, okay. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Nichts, das ist ein Bastard, ist das. Alle. Oh Gott, das war's jetzt, oder wie? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Nein! Oh Gott! Connor, 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 wir brauchen dich! Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn!
Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Oh, Scheiße. Ich glaube, wir müssen Garantie... Blöffen? Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Fällt da drauf rein? Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Scheiße! Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war? Nein! Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Niemals! Hä? Überzeugen? Garantie? Über Garantie? Wenn ich aufgebe, woher weiß ich, dass du ihn nicht tötest? Ich tue nur, was für den Erfolg meiner Mission unabdingbar ist. Es liegt an dir, ob das Töten dieses Menschen dazugehört. Oh, ich hasse diesen Connor. Also den da. Genug geredet. Oh Gott. Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oh ja. Oder wirst du sein Leben opfern? Nee, auf keinen Fall. Retten. Hank retten. Okay. Richtig drücken. Na gut. Oh. Na gut. Du gewinnst. Dazwischen gehen. Dazwischen gehen. Oh mein Gott. Ich hab's nicht geschafft. Oh shit. Okay. Nice. Oh shit, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin zu aufgeregt gerade. Oh mein Gott. Krass. Holy shit, ist das heftig. Alter, das Bild bewegt sich so schnell. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hingucken soll. Alter, diese beiden kämpfen. Moment. Danke, Hank. Oh, ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Och, come on. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Ich weiß gerade selbst nicht, wer er ist. Die Frage ist, wer ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Das ist der echte Connor, der Linke. Ja, wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo! 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 Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Bitte. Mein Sohn, wie heißt er? Okay, Leute. Da hat die Gary und ihr mir geholfen. Er heißt Cole. Und das wusste ich vorher nicht. Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Jetzt erfahre ich's auch. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Ach, Sünde. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Nice! Bin ich jetzt der Richtige? Muss ich's ja sein, oder? Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt er wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Danke dir, Hank. Oh, das ist also mit ihm passiert. Kein Wunder, dass er so geworden ist. Krass. Okay, wir müssen die umwandeln, Leute. Es geht nicht anders. Die müssen uns jetzt helfen. Okay. Zack. Und. Okay. Nice. Alles klar. Umwandeln. Wach auf! Alle anderen. Wach auf. Oh, alle machen wach es. Wach auf, wach auf. Hank, wach bitte, komm auf, mit. Wach auf, wach auf. Hank wach muss mitkommen. Auf, er kann uns auch helfen. Wach auf. Oha, wie viele Androiden.
Oha, das sind sehr viele. Bitte, komm zu Marcus. Ufer des Detroit Rivers. 23.26 Uhr, okay, es wird immer später. Adam wartet schon, oder wer ist das? Okay, helfen. Aber Alice, geht's dir noch gut? Ich hab Angst um ihr. Noch Zeit. Wir wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Ich vertraue Ihnen nicht. Okay, die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen nach Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. Okay? Achtet auf die Strömung. Okay, ich vertraue Ihnen. Oh, danke dir. Rose, was ist nun? Okay, wir sollen den Motor erst starten, wenn wir weit genug weg sind. Alles klar. Rose, kommt ihr mit uns, oder? Okay. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Na, hoffentlich. Da drüben, wir können mit jemandem reden. Wer ist das? Okay, wir reden... Ach, Adam. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Das hoffen wir alle. Oh. Adam hat sich also auch überzeugen lassen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, wir können jetzt... Verabschiede dich? Machen wir. Oh, Rose, danke für alles. Wirklich. Ich hoffe, es wird alles wirklich noch gut gehen. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, ich kann es nicht mehr aushalten, Leute. Ich muss sie sicher rüberbringen. Hilf Alice, an Bord zu gelangen. Luther, kommst du dann auch mit? Okay, so, Alice erstmal helfen. Okay, komm erstmal rein, Kleine. Eieieiei. Ich helfe dir. Okay, los, Alice. Komm rein. Ah. Bitte, bitte. Wir müssen es schaffen, Leute. Wir müssen es schaffen. So, schieb das Boot. Nein, was ist mit Luther? Kommst du nicht mit? Hä? Okay, wartet mal. Was können wir jetzt hier machen? Was ist mit Luther? Okay, wir gucken erstmal. So, wo sind die Grenzpatrouillen? Wir können noch nicht sehen. Also noch nicht wirklich. Okay, ist oben irgendwas? Nein. Prüfen. Wir können was prüfen. Sehr gut. Gefahrtemperatur 0,7 Grad. Bloß nicht reinfallen. Unsere Biokomponenten frieren ein. Oh nein. Wehe, das passiert jetzt. Wehe. Sag jetzt nicht, es wird so ablaufen wie die Titanic. Nein. Ah, das wird jetzt nicht gut enden, oder? Oh Gott, bitte. Aber wir haben noch eine Pistole. Irgendwas können wir mit der Pistole machen. Bitte, und ich schieße einfach drauf, Leute. Es geht sonst nicht anders. Komm. Gut, einsteigen. Oh Gott, bitte. Das Spiel will wirklich, dass wir ein schlechtes Ende haben. Das kann nicht sein. Okay, paddeln. Als erstes nur paddeln. Okay, weiter paddeln. Wir müssen halt weiter. Wir müssen immer weiter. Wir dürfen keinen Motor anschmeißen. Am liebsten will ich die ganze Zeit paddeln. Okay, schnell weiter, schnell. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Sicher? Okay, wir ziehen ihn. Okay, ich glaube, wir müssen noch einmal.
Und natürlich noch einmal. Beim dritten Mal funktioniert es. Ich wusste es. Okay, bitte. Nutze alles den okay, Stick, Alice? Um zu navigieren. Wenn wir auf der anderen Seite sind. Nutze den linken so Stick und R2 zu navigieren. Okay, Leute, wir navigieren. Alle Bücher der Welt lesen. Und Musik machen und tanzen. Oh. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Ist das süß. Wir sind da frei. Ja. Oh. Vielleicht schaffen wir es auch. Wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Na, hoffentlich. Keine Sklaven. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Was ist mit dir, Kara? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Verträumt würde ich's. Ah, nee, neugierig. Ich will die Welt entdecken. Die Berge sehen, die Ozeane. Ich möchte lernen, erforschen, ein besseres Leben führen. Wir sind gleich da. Sie kommen auf uns zu. Oh no. Sie kommen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wir werden sterben. Okay, warte mal. Aufgeben. Was ist hier? Beschleunigen und Alice beschützen. Luther einsetzen. Oh, ich weiß es nicht. Luther einsetzen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ha. Warte mal, Luther einsetzen. Komm. Luther! Na los! Los, Luther! Schnell! Oh Gott, sie sehen dich! Oh Gott! Sie schießen uns! Oh Gott! Was ist passiert? Hä? Wurde Luther getroffen? Er wurde getroffen! Nein! Sie sind weg. Oh nein! Kara. Oh, Luther, nein! Ihr seid okay. Nur darauf kommt es an. Bitte, Luther! Oh, bitte ich nicht! Ich will nicht, dass du stirbst. Ihr müsst die Reise ohne mich fortsetzen. Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne, Alice. Ich war eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Pass gut auf Kara. Versprochen? Leute, er hat sich geopfert, nur für uns. Nein! Das Boot hat ein Leck. Oh Gott. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir werden sterben. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. 3 Minuten. Oh Gott. Beschleunigen. Los. Schnell, 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 schnell. Leute, wir haben ein Problem. Das Wasser ist zu kalt. Wenn wir reingehen, sterben wir. Nein. Vorrat wegwerfen. Oh Gott. Okay, schmeiß alles weg. Weg damit. Oh Gott, müssen wir Luther jetzt auch runterschmeißen? Das wäre jetzt aber echt tragisch. Oh Leute, warte mal, was ist hier noch? Paddel nutzen? Was, bringt das denn was? Los. Wir dürfen nicht sterben. Nein, dürfen auch nicht. Nicht so. Oh Gott. Hätten wir Luther doch weg. Nein. Luther muss runter. Nicht, wenn wir so nah dran sind. Oh Gott. Leute. Ah, beschwichtigen. Geht das echt? Entfernen. Komm. Runter mit dir. Oh, Luther darf nicht sterben, Leute. Abstoßen? Wie abstoßen? Nein. Wir können doch nicht reingehen. Ah, Leute, wir können auch keine Paddel mehr benutzen. Okay, wir abstoßen. Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Oh mein Gott, Kara wird sterben. Und alles
Für die Kleine. Oh Gott, Leute. Oh nein. Wir müssen das schaffen. Okay, wir haben genug Zeit. Eine Minute, das schaffen wir, oder? Alice, ich schaff das schon irgendwie. Oh Gott. Nein, 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 nein. Es darf nicht beschädigt werden. Wir sind doch fast da. Oh, ich kann nicht mehr drücken. Oh Gott, Leute. Wir schaffen das, wir schaffen das. Kamera schafft das. Oh Gott. Ich krieg einen Krampf. Oh mein Gott. Oh. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen. Obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Hart Plaza. Ah, stimmt, die Granate. Noch eine. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott, suche North. Such sie. Oh Gott, das muss jetzt gut enden. Das kann nicht sein. Okay, Leute, wir retten ihn. Gut. Josh ist gerettet. Okay. Steh. Okay, gut. Das ist schon mal gut, wenn es Josh war. Okay, er war es nicht. Aber ist egal. Okay, ich rette euch, Leute. Ich rette euch. Yes. Okay. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Gut. Ich kann alle retten. Ich werde sie alle retten, Leute. Ich werde es versuchen. Oh, das kann nicht sein, ey. Nein. Oh mein Gott, es reißt mich zu sehr mit. Okay, Leute. Gebt auf. Gebt einfach nur auf. Wir wollen nicht schießen. Das hat er doch jetzt gerade gesehen. Ach du Scheiße. Bitte nicht. Oh Gott. Ah, Leute, wir singen. Oder hätten wir North küssen sollen? Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Oh, bitte, bitte nicht schießen. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer.
Sie sollen nicht schießen. Oh mein Gott, danke. Anscheinend... Oh Leute, da kommen einem echt die Tränen. Ja, das Militär zieht sich zurück. Wir haben's geschafft. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Ja! Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Vor dem Rückrufzentrum 5. Oh Leute, ich wusste, Gesang geht durch jedes Herz. Oh Mann, ich kann nichts mehr sagen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Aber was ist mit Kara jetzt? Okay, es geht weiter. Wir sind frei. Endlich. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Oh, ich freue mich gerade so. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Hä? Amanda! Ich wusste, sie ist böse. Irgendwas will die jetzt bestimmt von uns. Das darf nicht wahr sein. Was für ein Mistvieh. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Niemals! Kontrolle übernehmen? Das lassen wir nicht zu. Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Was für ein Miststück. Oh, scheiße. Was ist nun? Aber wir sind doch nur in den Gedanken drin. Es muss einen Ausweg geben. Okay, irgendwo gibt es. Finde einen Weg nach draußen. Leute, ich habe mich hier noch nie umgeschaut. Aber wo? Warte mal, können wir R2 drücken? Nee, können wir nicht. Wo ist denn hier ein Weg? Oh, wo gab es einen Ausweg? Ich habe mich noch nie hier umgeschaut. Okay, warte mal, da leuchtet was. Vielleicht ist das ein Portal? Okay, Leute, es muss ein Ausweg sein. Komm, zack. Raus. Es muss richtig sein. Ja, es ist richtig. Komm, aufheben. Komm, Connor, los. Hä, was ist das für eine Dings?
Alter, da kommt man. Das ging gar nicht mit den Fingern. Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Yeah! Aber es fehlt noch jemand. Kara! Ich kann mich noch nicht richtig freuen, Leute. Kara! Was ist mit Kara? Okay, Leute, jetzt sehen wir es, oder? Oh nein! Oh Gott! Kara wird sterben, oder? Oh Gott, nein! Bitte nicht! Wir sind frei, Alice! Wir sind frei! Die kleine Sack... Alice! Oh nein, bitte nicht! Aber nicht doch! Hä? Alice! Das kann nicht sein! Und ich dachte, Kara stirbt! Sie bewegt sich! Oh mein Gott! Ja, wir haben es geschafft. Ich liebe dich, Kara. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Oh mein Gott, Leute. Ich dachte, jetzt ist alles am Ende. Oh, schade aber für Luther. Aber die beiden haben es geschafft. Detroit become human. Leute, anscheinend war's das vom Spiel. Oha, Leute. Wir konnten eigentlich... Oh Mann, das tut mir jetzt echt leid für Luther. Aber ich habe jetzt am Ende echt gedacht, die Kleine stirbt. Oder eher gesagt, Kara. Weil die in das Wasser gestiegen ist und Luther meinte noch, das Wasser wäre zu kalt. Okay, wir konnten eigentlich jeden beschützen, von Anfang bis zum Ende, außer Luther. Gibt es denn eine Möglichkeit, ihn zu beschützen? Ich weiß es nicht, aber wir werden es noch im Livestream herausfinden. Oha, Leute, das war's vom Spiel. Aber es ist ja eigentlich kein richtiges Ende. Es müsste ja irgendwann in Zukunft ein zweiter Teil rauskommen. Oh, ich würde mich so drauf freuen, wenn es einen zweiten Teil geben würde. Und dass vielleicht korrupte Androiden, dass sie sich irgendwie entwickelt haben und dass die Menschen und die lieben Androiden gegen die vorgehen müssen. So dass Hank mit Connor zusammenkämpft und. Und dass die Kleine natürlich lebt. Mit Luther. Sie können ja irgendwie wieder herstellen. Mit seinen Daten. Na Leute, auf jeden Fall war es das von Detroit Become Human. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen, aber ich denke mal schon, mir hat es zu 100% gefallen. Also das war echt krass. Also man schwitzt mit, man fühlt mit, man tut alles. Man lebt die Person, sozusagen. Falls noch etwas kommen sollte, ich werde es euch zeigen. Ansonsten war es das von der allerletzten Folge Detroit Become Human. Wenn das Spiel euch natürlich gefallen hat und das Video, alles drum und dran, dann gebt mir zum letzten Mal für dieses Projekt ein Kommi und ein Like. Und falls wer noch nicht abonniert hat, am besten abonnieren und die Glocke aktivieren. Ist sehr wichtig. Na Leute, dann bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, er vermisst Connor, oder? Bitte, Connor, komm! Ja! Es muss einen zweiten Teil geben. Die umarmen sich. Das sind Freunde geworden, Leute. Oh, ist das geil. Das ist meine Geschichte. Ich habe eine goldene Trophäe. Unbesiegt. Ich habe sogar eine silberne. Und Partner. Ja, nice. Okay. Weltweite Statistik. 44% habe ich hier. Singen haben 17% genommen. Okay. Krass, es gibt... Androiden haben die Freiheit gewonnen fürs Erste. Also heißt es gibt noch einen zweiten Teil, denke ich mal. Also muss es so sein. Und dann gibt es noch zwei Enden. Aber ob die gut werden, weiß man gar nicht. Oh. Ja? Rede. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was denn? Als ich Ihnen zugesehen habe... Ja? ...hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Menschlicher? Vielleicht? Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Bist du auch? Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Mach das. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Okay, das wenigstens was Gutes. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Auf jeden Fall. Du kannst ruhig... Sind Sie einverstanden, mich gehen zu lassen? Natürlich. Leute, wir lassen Sie gehen. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Danke. Nicht dafür. Also Leute, nicht dafür. Sie darf ruhig gehen. Die ganze Zeit habe ich ein Mädchen im Menü angestarrt und nun ist sie weg. Für immer. Kommt sie jetzt echt nicht mehr wieder? Hallo? So Leute, sie ist nun verschwunden für immer. Aber wir können ja Detroit Kurzfilmgeschichte angucken. Lasst uns mal herausfinden, wer Chloe so ist. Okay, kaufen. Anschauen. Quantic Dreams. Detroit Become Human. Detroit Shot Chloe. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? That's English! Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Warum ist English? Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks, like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Mm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Detroit Become Human. Shot in Game Engine. Coming May. Okay, wir haben es ja schon gespielt. Leute, sorry, dass es auf Englisch war, aber wer hätte das gedacht? Okay, es gibt's noch von Luther einen Kurzfilm, aber das alles auf Englisch. Und von Kamsky. Ich denke mal, das werden wir uns den Livestream anschauen. Wer natürlich mit dabei sein möchte, kann mit dabei sein. Und, warte mal, erster Teaser. Okay, Leute, das schauen wir uns den Livestream an.